Du willst deine Angststörung entkräften und bestenfalls loslassen. Das geht, aber Achtung vor diesem Irrtum. Du erfährst hier, was für dich unumgänglich ist, um wieder ein freudvolles Leben genießen zu dürfen. Die allermeisten Menschen haben heute für gar nichts mehr Zeit. Sie scrollen durch, schauen sich irgendeinen Short oder Feed an oder TikTok, wie das Ganze auch heißt. Und dann sind dann Empfehlungen drinnen, wie man in 2 oder 3 Minuten eine seelische Störung am besten loslassen kann. Das wäre wunderschön, wenn dem so wäre. Das geht aber leider nicht. Darum appelliere ich auch immer wieder an meine Community, aber auch an die neuen Zuschauer, die diesen Kanal noch nicht kennen. Man muss sich aktiv mit seiner Seele, mit seinen Gedanken und mit seinen Gefühlen wirklich Stück für Stück auseinandersetzen, um tatsächlich wieder Erfolge im Leben erzielen zu können und endlich wieder diesen Frieden zu bekommen, den man vor der Angststörung hatte. Deswegen ganz, ganz wichtig nochmal an dieser Stelle, setz dich in Ruhe damit auseinander und verstehe, was überhaupt eine Angststörung ist. Was mich jetzt zu dem ersten Punkt dieses Videos führt. Die allermeisten Menschen denken, wenn sie eine Angststörung haben, egal welche, ob das jetzt mit Panikattacken verbunden ist oder nicht, dass es irgendwas anderes ist, wie die Menschen, die eine gesunde Angst haben. Und das führt mich jetzt schon zu dem allerersten Problem. Die Menschen, die eine Angststörung haben, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, egal welche, meinen, sie müssen dieses Gefühl nicht haben oder sollen dieses Gefühl nicht haben. Sie wollen unbedingt dieses Gefühl in sich innen drin nicht spüren. Aber das ist ein ganz großer fataler Fehler, denn wir brauchen Angst. Angst schützt uns. Angst hilft uns zu überleben. Angst hilft uns aber auch Herausforderungen anzunehmen. Aber du oder ihr, die eine Angststörung haben, ihr habt irgendwann mal im Leben etwas getan, was ganz, ganz fatal ist. Weißt du, was das war? Du hast deine Angst abgespaltet. Du hast deine Angst von dir abgespaltet. Jetzt sagt der eine oder andere, was heißt abgespaltet? Das bedeutet, dass du dir innerlich gesagt hast, ich möchte dieses Gefühl in mir nicht haben. Und jetzt passiert Folgendes, und das erlebe ich auch jeden Tag in meinen Coachings. Ich spreche mit den Leuten und auf der bewussten Ebene sagen sie zu mir, ja Juan, das ist so, mir ist es auch bewusst, mir ist klar, dass die Angst wichtig ist, mir ist klar, dass ich die Angst brauche und ich will sie schon haben, aber nicht so, wie ich sie habe. Und ich sage dann immer, hey, halt einmal ganz kurz innen und frag dich einmal wirklich innen und frag dich mal ganz gezielt in dir innen hinein. Und das darfst du jetzt an dieser Stelle in diesem Video auch tun. Frag dich mal, wenn du jetzt gerade an diesem Punkt dieses Videos angelangt bist, willst du Angst nicht haben? Das Gefühl der Angst. Ich rede von keiner Angststörung, Panikattacken, Sozialphobie. Ich rede nur von dem Gefühl an sich. Du kennst dieses Gefühl. Jeder kennt dieses Gefühl. Aber willst du dieses Gefühl haben oder möchtest du es nicht haben? Sag mal ganz ehrlich. Höchstwahrscheinlich, wenn du jetzt alleine bist und mir musst du es nicht beweisen, kommt bei dir, wahrscheinlich gehe ich jetzt sehr schwer davon aus, als allererstes eigentlich nein. Ich will dieses Gefühl gar nicht haben. Ich will dieses Gefühl nicht fühlen. Und jetzt kommen wir zu dem Kernproblem von allen Menschen auf dieser Welt, die eine Angststörung haben. Und das ist egal, ob das eine Emetophobie ist, eine Sozialphobie, eine generalisierte Angststörung, eine Panikstörung etc. Ich selber weiß das nur zu gut. Sie wollen dieses Gefühl der Angst oder Panik oder starke Nervosität gar nicht haben. Ganz ehrlich, wer will das schon gerne haben? Eigentlich die allermeisten nicht. Aber die Menschen, die keine Angststörung haben, die erlauben sich auch mal nervös zu sein. Sie fürchten sich auch nicht davor, mal eine Angst zu haben, eine Angststörung oder gar eine Panikattacke. Sie akzeptieren das, dass dieser Zustand gerade so ist, weil das Gefühl dann anschließend auch wieder gehen kann. Aber der Mensch, der eine Angststörung hat,
der betrachtet das Gefühl der Angst als Feind. Ich möchte das nicht haben. Das behindert mich. Das hat ja damals diese und jene Symptome in mir angerichtet. Und weil das so war, ist etwas in dir entstanden. Ein Mindset-Tool, was du unbewusst so meinst, zu glauben, dass es dir hilft, dir aber in Wahrheit wirklich schadet. Nämlich Kontrolle. Ich rede von Kontrolle. Du versuchst, deine Gefühle und deine Gedanken zu kontrollieren. Was sagt dein altes psychologisches Gesetz? Wo viel Kontrolle, viel Angst. Das heißt, ich gehe zurück zur Haustür, schaue, ob abgesperrt ist. Warum? Hab Angst, dass jemand einbrechen könnte. Ja? Ich suche meine Freundin und beobachte sie, ob sie sich mit einem anderen Mann trifft. Warum? Angst, dass sie mich betrügt. Also ich könnte diese Liste endlos weiterführen. Ja? Wo Kontrolle ist, ist viel Angst. Wenn ich in mir, innen drinne, alles kontrolliere und schaue, ich habe dieses Gefühl, ich habe diesen Gedanken, ich habe diese Emotionen, ich muss das irgendwie wieder regulieren, dann spalte ich das Gefühl der Angst weiter ab. Verstehst du das? Das musst du verstehen. Da hilft dir auch nicht mal schnell so ein Instagram-Reel oder irgendwo sonst irgendwas, mach dies, das, das. Du musst das verstehen. Du darfst das verstehen. Du sollst das verstehen. Das ist so wichtig und so essentiell. Warum versuchst du, deine Symptome zu kontrollieren? Ja, jetzt habe ich viel geredet und vielleicht verstehst du jetzt auch diesen Irrtum, den die meisten haben, die dann auch immer zu mir im Coaching kommen und dann immer wieder sagen, du pass auf, ich bin stolz auf mich, Juan. Habe ich jetzt letztens in einem Coaching gehabt und ich frage, warum bist du stolz? Und er sagt so, ich habe dies und das und jenes gemacht und da kam keine Panikattacke, als ich dies und jenes getan habe, als ich im Supermarkt war und es kam keine Panikattacke. Ich bin super stolz auf dich. Und ich fragte ihn, hey, stopp. Er sagte, was? Und ich sagte, ist das wirklich ein Grund, stolz zu sein? Ja, natürlich. Das ist doch das Ziel, dass ich keine Panikattacken mehr bekomme. Ja, ja, das ist schon das Ziel, aber deine Intention ist die falsche. Warum? Was ist daran falsch? Sag ich, weil du in den Supermarkt gehst und schon in der Kontrolle so stark drinnen bist, in dir innen schaust und es irgendwie auf Biegen und Brechen geschafft hast, keine Panikattacke, keine Angst oder ein überwältigend starkes Gefühl in dir zu bekommen. Und darauf bist du jetzt stolz. Ja, darauf bin ich stolz, sage ich. Darauf solltest du eigentlich nicht stolz sein. Und er schaute mich an, so auf die Art, was ist denn das für ein Coach? Es ist aber so. Eigentlich darfst du, wenn du so denkst, wenn dein Mindset so ist, ich gehe dahin oder ich mache dies oder ich mache jenes, krieg keine Angst, krieg keine Panik, heute bin ich stolz auf mich. Der falsche Fehler. Der falsche Weg, Entschuldigung. Warum ist es der falsche Weg? Der Weg ist folgender. Ich kann in eine Situation gehen. Ich darf in eine Situation gehen. Ich kann dies machen. Ich kann jenes machen. Und wenn eine Panik kommt, dann kommt sie eben. Du hast dir ja auch noch nie die Frage gestellt, wenn ich in eine Situation dahin gehe oder dahin gehe und ich muss das Lachen anfangen oder ich fühle mich stolz oder ich bin zufrieden, dann bin ich stolz oder bin zufrieden, dass ich das Gefühl des Stolzes oder des Lachens oder der Zufriedenheit in mir hatte und ich bin jetzt stolz darauf, dass dieses Gefühl oder jenes Gefühl nicht gekommen ist. Was soll denn das? Wo kommen wir da hin? Schon wieder sind wir im Widerstand. So wieder sind wir in der Kontrolle. Das ist der falsche Weg. Das darfst du verstehen. Du musst dich befreien von dieser Kontrolle, von diesem inneren Widerstand. Kontrolle ist Widerstand. Du versuchst diese Dinge in dir zu kontrollieren. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, was leider, ich sage nicht alle, aber sehr, 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 sehr viele Psychologen meines Erachtens total falsch bei ihren Klienten machen, insbesondere wenn es eine Verhaltenstherapie ist. Sie sagen den Leuten genau wie in diesen YouTube-Videos, in Google und sonst irgendwas eine Methode und erzählen ihnen gar nicht, wie sie es richtig machen sollen. Und ich finde das fatal, ich finde es schlimm. Was höre ich, was sehe ich? Juan, die haben zu mir gesagt, ich soll mich expositionieren. Ich soll mich in einer Situation hingeben und mich dahinstellen und das aushalten. Ich sage, was?
Ja, die haben gesagt, ich soll das aushalten, aber ich kann das nicht aushalten. Schauen wir uns mal dieses Phänomen etwas genauer an. Wenn du in eine Situation gehst und du starke Angst hast mit aufdringlichen Gedanken und das ganze Zeug, was du ja selber am besten kennst, da hineingehst und das aushaltest, was passiert denn jetzt in diesem Mindset, weil es dir keiner richtig erklärt? Im schlimmsten Fall, das ist der schlimmste Fall, verlässt du die Situation, wo du dich expositioniert hast, bevor die Angst von alleine wieder abgeklungen ist, von alleine. Also, obwohl die Angst noch nicht komplett von alleine in dir durchgegangen ist, schon vorher. Jetzt passiert Folgendes. Du hast hier oben eine Gehirnregion im Hypothalamus innen drinnen, nennt sich Amygdala. Diese Amygdala, der ihre Funktion ist, es Gefühle zu verarbeiten. Aber Gefühle werden nicht verarbeitet, indem ich sie kontrolliere und aushalte. Sagt sich der eine oder andere, ja mein Gott, der eine sagt's halt so, der andere sagt's halt so. Nee, du kannst dir gar nicht mal vorstellen vielleicht, was Wörter für eine große Wirkung auf dein Mindset, auf deine Gedanken, aber auch auf deine Gefühle haben. Wörter haben eine immense Kraft. Wenn ich zu einem hingehe und sage, du hast die Angst auszuhalten, dann ist es für mich eines der schlimmsten und fatalsten Fehler, die ich gravierend verurteile von Menschen, die meinen zu glauben, sie haben eine Ahnung, wie man wirklich Angst über sich, und jetzt komme ich zum richtigen Wort, das richtige Wort ist, über sich ergehen lassen. So, und das Ganze tun wir jetzt hier in diesem Video simulieren, damit du das exakt 1:1 im Alltag übernehmen kannst. Also, hör mir jetzt genau zu, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig für dich zu verstehen, aber auch zu verinnerlichen. Egal jetzt, ob du eine Sozialphobie hast, ob du eine Agoraphobie hast oder ob du Angst hast einfach nur vor Spinnen. Die Funktion ist ja immer dieselbe. Der reine Angstzustand oder auch die Panikattacke, wenn sie etwas stärker ausgeprägt ist, versuchen wir jetzt einmal zu verinnerlichen. Bitte verstehe aber auch eines, bei jedem Menschen ist es ein bisschen anders. Ja? Der eine hat mehr diese Symptome, der andere hat mehr dies, der andere hat mehr das. Also, stell dir einmal vor, du bist in der Situation X. Wahrscheinlich hast du dir in der Situation X schon vorher alle möglichen Geschichten im Kopf erzählt, was dich alles erwarten wird, wenn du in die Situation hineingehst. Kann zum Beispiel sein, wenn ich zum Friseur gehe, was bei mir früher öfters so war, dann sitze ich dann da und was wäre wenn, und dann wird er mir das anmerken und dann renne ich raus und ich falle um und es wäre schrecklich etc. Das sind ja diese ganzen Geschichten, die ich mir schon vorher erzählt habe. Wenn ich diese ganzen Geschichten mir vorher schon erzählt habe und dann in die Situation hineingehe, ist es auch nicht großartig verwunderlich, dass wir diese selbsterfüllende Prophezeiung tatsächlich bekommen und wir genau das bekommen, was wir am meisten fürchten, nämlich so ähnlich wie der Teufel das Weihwasser. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen da hinein und bekommen jetzt die Symptome. Bei den allermeisten Menschen sieht es jetzt wie folgt aus, die Gedanken rasen. Man nimmt es jetzt wahr. Der Atem wird jetzt flacher und jetzt kommen die ganzen Geschichten. Ich fall um, mir passiert das, etc., etc. So, und jetzt wird es spannend, nämlich warum? Jetzt haben wir von der Person X, von Therapeuten oder sonst irgendwas auch wieder die Geschichte gehört. Das musst du jetzt aushalten. Mit diesem Mindset gehst jetzt du in die Situation hinein und sagst, gut, ich halte das jetzt aus. Ja oder nein? Jetzt bist du in der Situation, denkst dir, jetzt kommen schon die Gedanken, ich halte das aus. Und in dem Moment, wo du sagst, ich halte das aus, hältst du deine ganzen Symptome wie den Atem, die zittrigen Hände, das Gefühl der Depersonalisation oder Derealisation, also Entfremdungsgefühle, die nicht bei jedem, aber häufig bei einem Angstzustand mit auch aufkommen,
aus. Jetzt passiert Folgendes. Versucht ihr das einmal vorzustellen, als wäre das so ein Thermostat, der bis 10 geht und bei 10 würde er explodieren und mehr geht nicht. Machst du jetzt Folgendes. Du hältst es 7 bis 8 einfach aus. Jetzt kommt die Angst. Stellen wir uns die Angst einmal so vor wie eine Art Smiley, ja, das ist so ein gelber Smiley, wenn man möchte, mit so einem traurigen Gesicht und schwitzt, ja. Und dieses Gefühl, deren seine Funktion ist es jetzt, voll gefühlt zu werden, so wie alle anderen Gefühle eben auch. Du aber hast in der Vergangenheit ja dieses Gefühl abgetrennt von dir und abgespaltet, du willst es nicht haben. Und jetzt hast du die Chance, es mal wirklich zu fühlen in der Situation. Das ist nämlich wichtig für unser Mindset. Seh es nicht als Problem, sondern seh es als Herausforderung. Jetzt habe ich mal die Chance dazu, es voll über mich ergehen zu lassen. Stattdessen machst du aber ganz was anderes. Du hältst es bei 7 oder 8 aus. Das sind dann oft solche Gedanken. Vielleicht erkennst du dich wieder, schreib es mir mal ganz kurz in die Kommentarbox hinein. Das würde mich sehr interessieren. Sind es folgende Gedanken? Gleich habe ich es geschafft. Okay. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich glaube, ich habe schon 2 Minuten. Maximal kann die Angst ja, glaube ich, 20 Minuten dauern. Ich versuche mit ihm oder zu reden, da merkt es mir nicht an. Oh Gott, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. So und so viel habe ich schon geschafft. Erkennst du dich an dieser Situation wieder? Hast du dich vielleicht in dieser Situation erkannt, wo dies oder jenes bei dir passiert? Dann bist du genau auf diesem Pfad, was dir zum Beispiel ein Therapeut oder sonst irgendjemand erklärt hat, dass du es aushalten sollst. Was passiert jetzt aber physiologisch in deinem Gehirn? Wir haben vorhin in dem Video gelernt, dass deine Amygdala, so ein kleiner, winzig kleiner Mandelkern, den Hypothalamus innen drinnen, dafür verantwortlich ist, ein Gefühl zu verarbeiten. Stell dir vor, dieser Smiley, den ich dir vorhin gezeigt habe, der jetzt gerne wieder zu dir mit integriert werden möchte, dass du wieder ganz bist, mit Angst, mit allen Gefühlen, der versucht jetzt in dir hinoben hinaufzusteigen und jetzt passiert Folgendes. Du hältst diesen Smiley, ich finde immer mit Wörtern und Bildern kann man besser erklären, ne? Das ist natürlich nur imaginär, wird jetzt von dir angehalten, bei 7 oder 8. Jetzt passiert Folgendes. Das Gefühl kann nicht voll in dir integriert werden. Es geht nicht. Das schreibe ich auch in meinen Buch hinein. Wenn du mehr dazu wissen möchtest und ausführliche Details haben möchtest, verlinke ich dir das auch hier unten in die Kommentarbox einmal hinein. Es ist wichtig, dass du das Gefühl nicht aushaltest, sondern über dich ergehen lässt. Also solltest du stattdessen jetzt was anderes tun. Und das erkläre ich dir jetzt. 2 Dinge brauchst du dafür. Das erste ist, die Bereitschaft vor der Situation, dir bewusst zu machen, dass ich alles über mich ergehen lasse, egal was. Alles. Alles. Mal dir das ganz explizit auf einen Stift und einen Zettel auf. Schreib drauf, was so das Worst-Case-Szenario ist. Krankenwagen könnte kommen, ich könnte umfallen. Der merkt mir das an, ich verliere den Verstand. Ich werde schizophren, ich kriege einen Herzstillstand, ich drehe durch, ich kriege weiche Knie, ich kriege Ohrgeräusche. Ich könnte komplett durchdrehen, ich reiße mir die Haare raus. Ich verliere den Verstand, ich kriege Herzrasen, ich kriege einen Herzstillstand. Hört sich jetzt echt brutal an, aber schreib dir das alles auf. Schreib dir das alles auf einen Zettel auf und lese es dir 3 bis 4 Mal durch. Ich kriege einen Herzstillstand, alles was deine Befürchtungen sind. Mach dir dessen alles bewusst. Dies, jenes könnte mir in dieser Situation passieren, wenn ich es vollkommen zulasse. Schreib dir das alles auf, lese es dir durch, verinnerliche es. Anschließend geh in die Situation hinein. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, aber das ist so anstrengend, das ist so schwierig. Ich habe in keinem Wort gesagt, dass es einfach ist. Das Leben wäre auch wunderschön, wenn es alles immer nur einfach wäre. Die Kehrseite der Medaille ist, wir haben dann keine Herausforderung und dann wird es auch wieder schnell langweilig. Deswegen sehe ich es als Herausforderung, okay? Nicht als Problem. Du wächst daran und da kannst du dann wirklich stolz auf dich sein. Und nicht, ich hatte
keine Panikattacke in der Situation. Das ist nicht Sinn und Zweck. Es ist wichtig, dass du diesen Smiley wieder in dir integrierst. Der muss zu dir dazugehören. Alles gehört zu dir dazu. Alle Gefühle gehören zu dir dazu. Traurigkeit gehört zu dir dazu. Wut, Angst, Panik, Ekel, Scham, Stolz, Zufriedenheit, alles. Du möchtest doch wieder ganz werden. Also, wenn du alles integrierst und alles in dir verinnerlichst, darf jedes Gefühl bei dir da sein. Und dieser Smiley möchte das verstehen. Der möchte auch zu dir dazugehören. Er möchte, dass er ein Produkt des Ganzen ist. Deines Ganzes, das du immer spüren kannst, weil Angst möchte dir helfen. So, jetzt gehst du in die Situation hinein. Du hast dir das alles durchgelesen. Jetzt bist du dir schon in deinem Mindset bewusst, dass du das alles durchgelesen hast und dass dies oder jenes alles passieren könnte, in Anführungsstrichen. Die Wahrheit ist, es wird nichts davon passieren, aber trotzdem, du musst es verstehen. Deine Amygdala möchte das verstehen, okay? Du gehst jetzt in die Situation hinein und jetzt passiert Folgendes. Stell dir vor, du bist eine Taube oder du bist ein Vogel. Okay? Und du bist jetzt der Zuschauer deiner ganzen Geschichten. Und über deine daraus resultierenden Emotionen, sowohl körperlich als auch auf der psychischen Ebene. Du schaust dir alles an. Wenn du noch nicht so gut bist in Achtsamkeit, dann empfehle ich dir das ATT-Training von mir. Das verlinke ich dir hier oben auf den i. Dann kannst du das mehr üben, dann wirst du immer besser in dieser Übung, dass du dir diese Symptome wertefrei alles ansiehst. Erst ab jetzt hast du den Weg freigeschaltet, dass du alles über dich ergehen lassen kannst. Du hast dein Worst-Case-Szenario und du schaffst es, alles in dir wertefrei zu beobachten. Jetzt geschieht Folgendes. Die Angst, die Panik, egal in welcher Situation, das Gefühl bleibt immer dieselbe, darf jetzt fließen, kann jetzt gehen. Jetzt wird es unangenehm, aber unangenehm wird es nur darum, weil du das so bewertest. Wenn du aber der Vogel bist und das ansiehst, ist es eigentlich nicht mehr unangenehm, sondern es ist eine Reaktion deines Körpers. Eine Reaktion, die vor allen Dingen da ist, um gefühlt zu werden. Denn der Name Gefühl leitet sich da ja schon davon ab. Gefühlt. Und jetzt kannst du es wirklich zulassen. 2, 4, 6, 8, die Hände zittern, Schweißausbruch. 9, die Person merkt es dir jetzt vielleicht an, kann sein. Geht's dir gut? Geht's ihnen gut? Ich habe gerade eine Panikattacke. Oh, kann ich etwas für Sie tun? Von außen soll ich ein Glas Wasser bringen? Alles gut. Ich konfrontiere mich gerade. Ich lasse das gerade über mich ergehen. Ach so, aber sonst alles okay. Bitte ganz kurz Ruhe, das ist gleich weg. Und jetzt lass alles über dich ergehen. Lass es voll zu. Lass die Angst voll durch. Mit allen seinen Symptomen. Und jetzt pfeift das Ohr. Und es kribbelt. Und die Gedanken, ich kippe um. Aber du hast es dir ja schon alles aufgeschrieben. Du weißt ja, dass du mit dem allen jetzt konfrontiert werden kannst. Und du machst jetzt die Erfahrung, dass du dich spüren kannst. Du merkst, dass du deinen eigenen Körper vertrauen kannst. Du merkst, dass dieses Gefühl in dir nicht gefährlich ist. Und das Allerwichtigste ist, das Gefühl bekommt jetzt von dir die Erlaubnis. Juhu, ich darf auch von dir gespürt werden. Ich darf da sein. Und der Angst reicht es ganz von alleine aus, wenn sie von dir die Erlaubnis bekommt, gespürt zu werden, dass sie auch wieder weichen kann. Und dann in Situationen, erst dann in Situationen wieder auftretet, wo du sie wirklich brauchst. Wenn du dann noch tiefer in die Materie hineingehen willst und andere Gefühle, die vielleicht noch viel tiefer unten drunter sich im Verborgenen von dir verbergen, dann schau dir das Video an, wie man sein inneres Kind dauerhaft heilen kann. Bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.